Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Falfa. Das ist 10. Es geht wieder weiter. Das letzte Mal sind wir hier, haben Sinn das letzte Mal angefangen zu bekämpfen und jetzt kommt der große Showdown. Dann versuchen wir doch mal mit dem großen Showdown in Sinn zu kommen. Ach, und habe ich schon erwähnt, dass ich für den großen Showdown wieder meine OP-Gruppe nehme, weil ich mag diesen Teil nicht. So gar nicht. So wirklich überhaupt gar nicht. Okay, jetzt könnte es halt auch zu verkehrte Steuerung. Es könnte sein, dass ich noch Yuna holen muss, weil so gewisse Probleme gibt bei dem Boss, aber sollte sonst gehen. Also ich habe mir vorher da hochgeschickt, also würde hier oben schon richtig sein. Denke ich mal. Zumindest glaube ich das. Ja, wenn ich denke, dann glaube ich. Es kommt einfach so, dass es leer ist, gar nichts hier. Das wäre dumm. Nee, sieht richtig aus. Ich glaube, ich komme nicht an den ran. Dachte ich mir, aber du kannst immerhin mal Haska durchmachen. Irgendwas Schlaues basteln. Nee, ich glaube nicht. Komm schon, zieh sicher weg ganz viel Leben weg. Das habe ich gesagt. Nee, also Gefühl, das nützt nicht viel. Es kostet alles 2 bei ihr. So schön. Dazu sieht er noch genial aus. Sind angezogen. Jetzt sieht es aus, als ob es Melee Range wäre. Die Fernung ist immer noch zu groß, okay. Dann hol ich doch mal auch noch Yuna. Aber diesmal mit Anima. Ich immer noch mein Lieblingsbestia. Denn du kannst ja wundervoll hast auf dich selber machen. Du bist auch verkehrt herum. Wundervoll. Schaut, machst du 10.000, das ist gut. Von Sinn angezogen. Ich glaube, jetzt wäre ich Melee Range. Jetzt könnte ich theoretisch zurückrufen. Das hat sich so nicht gelohnt, aber egal. Ich kann einfach dreimal Walker dran. Kannst du bitte mal für die Leute hier auch noch beschleunigen? Ich will gerne, dass du mit Rico austauschst. War gerade das Null-Monster-Teil, hä? Einfach so schnell wie möglich draufschlagen. Schon wieder. Das Teil macht so keinen Schaden.
Ah, verdammt, Wacker ist betäubt. Oh ne, 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 oh ne. Genau deswegen. Wacker betäubt ist eine Todeskanone. Oh wow, sie hat sich selber geweckt. Ah, das war's schon? Okay. Ja, wenn die Anzeige voll gewesen wäre, wäre es ein Instant Game Over. Dann würde wieder den Laser abschießen und wäre es einfach fertig gewesen. Ja, what the hell war das? Kann man sich jetzt fragen. Ich hab irgendjemand vergessen vorzunehmen, Aaron. Hast du nicht vergessen? Der hätte nicht viel machen können. Dad, where are you? We must go to him. Then we will. Let me take front. Good luck. Follow me. Ja, aber jetzt. Gerne wieder komplett käfig. Denn hier ist das letzte Gebiet, um das mal vorneweg zu sagen. Speichern werde ich nicht speichern, mache ich ja als Partbeginn und so. Und hier ist es wie in den Omega-Ruinen. Dort, wo man hinläuft, deckt man auf. Wenn man nicht hinläuft, deckt man nicht auf. Der Typ kam auch vor. Was ich jetzt weiß, ist einfach, ich mache jetzt nicht mehr so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Du hättest mit Tidus. Ich hätte mit Tidus von Anfang an wechseln sollen, verdammt. Naja, viel zu stark sollte nicht sein. Nee. Ich bin immer noch verdammt überlevelt. Den habe ich sogar ein paar Mal gefangen, weil man den auch in den Omega-Ruin fahren kann. Den Adamantimer oder wie der immer heißt. Wo geht es hier unten irgendwo hin? Nein, Sackgasse. Euch glaube ich auch. Wenn ihr Todesauge heißt. Ariman. Ja, die habe ich auch schon. Die konnte man auch in den Omega-Ruinen fangen. Konnte man schon einige, aber nicht alle. Es gibt ein paar, die kann man nur hier fangen. Die haben schöne Erfahrungspunkte. Wow. Komm schon, ich will noch irgendwas Interessantes sehen. Nicht immer die gleichen Sachen. Ich hoffe, ich bin überhaupt den richtigen Weg am Laufen. Da gibt es halt auch verschiedene Wege. Ach komm! Das nervt aber langsam wirklich.
Bitte, lass es den richtigen Weg sein. Sieht doch momentan gut aus. Der Gegner kommt hier. Oh, das sind neue. Wie viel Leben haben die? Das ist One-Shot. Antensam. Es ist ja ungewohnt, dass die Charaktere sich so langsam bewegen. Hier zum Beispiel kommt man nur auf die eine Seite rüber, auf die andere Seite geht's nicht. Schon wieder du. Das muss halt total besiegen können, bevor du mich einmal angreifen kannst. Oder auch nicht. Hätte ich immer 9999 Schaden gemacht, dann hätte es gereicht. Hauch, der macht wahrscheinlich fast keinen Schaden, aber nervt es trotzdem so. Ein bisschen Schaden macht's. Der Autobahn Taimai. Kriegen wir wirklich sehr viel Punkte. Überrascht mich jetzt irgendwie. Ich will noch einen Boss besiegen und dann dort nachher den Part beenden. Ich will einfach so weit gehen, bis ich ganz kurz vor dem Ort bin, wo man nicht mehr zurückgehen kann. Mit dem Zeug, was ich momentan hätte, ich könnte das Spiel durchspielen und es wäre wahrscheinlich nicht mal allzu schwer. Glaube ich. Einfach weil ich die Solaris-Waffen geholt habe. Aber es gibt noch Bosse, die sind viel schwieriger, nur schon die Monster, die wir in der Monsterform bekämpfen können, sind ja um einiges schwerer als das hier. Ich mag euch immer noch nicht. Wenn ich jetzt auch einen Speedhack habe, könnte ich mir eigentlich mal eine schöne Ausrüstung gut machen. Aber dann heißt es zuerst mal mit Wacker. Also für Wacker die Ausrüstung kriegen. Müsste jetzt dann gleich im Ziel sein, ja da vorne ist es. Bin ich am richtigen Ort gegangen oder laufe ich jetzt gerade so, dass ich nicht, dass ich umkehren muss? Ist das zweimal der gleiche? Ja. Ich habe ja mit allen diesen Panzerbrecher. Ach, wieso? Aber warte mal, ist einfach die Schwäche anders? Ja. Also, beziehungsweise, dass du ein bisschen Leben kriegst, ist anders. Einer ist weg, nein. Niederman. Okay. Das hätte sonst wahrscheinlich viel mehr Schaden gemacht. Den muss ich auch noch ein paar Mal mehr fangen. Aber da kommen eben zwei auf einmal. Ich mag es, wenn zwei auf einmal kommen. Dann geht's doppelt so schnell. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich müsste da von links der Seite kommen. Dort hinten sieht man ja so ein Pfad. Glaube ich zumindest. Muss ich auch die einfach so angreifen? Okay, das war gerade ein Crit. Sieht aber so aus, als ob die auch sonst voll den Schaden reinhaue. Auch wenn die gut gepanzert sind. Okay, Riku noch nicht ganz. Ja, das sollte fürs Erste reichen. Sonst mal gucken, ob ich noch mehr Sachen finde. Aber da kann ich gleich rechts durch. Eigentlich ist schon nur Monster und machen wir doch gleich ein bisschen Speed, weil ich will das eigentlich nicht so viel Zeit vergeuden, indem ich hier jetzt irgendwo hin versuche zu laufen. Oder war das hier durch eher? Ach, das war so.
Okay, war doch richtig am Laufen. So, dann kommt da was Schönes, was ich jetzt... Da muss ich jetzt sagen, da will ich... diese Waffe haben. Kennt ihr ihn noch? Ja, er kommt noch einmal. Don't you ever give up? Sin has chosen me. I am part of sin. I am one with sin forever. Immortal. Sin just absorbed you. I will learn to control it from within. I have all the time in the world. Since you were gracious enough to dispose of Unalesca. The only means of destroying sin is forever gone. Now nothing can stop us. Well, we can. By all means, try. You should thank me. Your death means your father's life. Ja, der kommt nochmals vor. Oh, ich hätte von Wacker noch die Waffe. Wacker hat noch die falsche Waffe. Wacker, warum hast du die falsche Waffe? Ich will doch sehen, wie viel der Typ hat. Okay, der ist schnell tot. Und ihr könnt mir nicht böse sein, ich mag... Seymour ist jetzt einfach so schlimm, deswegen. Die zweitletzte Form, die wir da im Backogger sehen, die haben immer so viel Probleme bereitet. Da finde ich es einfach schön, wenn man nachher überleveln kann und dann einfach sehr schnell besiegen kann. Das ist einfach mein Hass auf Seymour ausgedrückt. Ich mag den so nicht. Ich glaube, wenn ich irgendwo stecken geblieben bin beim Spiel, dann war es immer gegen Seymour. Jedes verdammte Mal. So, it is you, after all, who will send me. But even after I am gone, Spira's sorrow will prevail. Sin will be right behind you. So, da habe ich sehr viele Level 3 Sphäropässe gekriegt hier. Jetzt hier will ich noch ganz kurz. Also der Typ, was der so hätte können, wenn ich ihn jetzt ein bisschen länger glaube. Im Leben gehalten habe. Ich habe gesehen, dass er eben so Elemente auf sich ziehen kann. Ah, ich musste sogar Monster besiegen, damit ich die Sachen aktivieren kann. Tja, dann gibt es kein Nullmonster. Eben da gibt es
die Elemente, die er noch gekriegt hätte, noch in Magie gemacht, ich glaube auf alle drei. Und du bist, glaube ich, der Gegner, den ich eben genauso hasse. Weil du hast Fluch des Pharao, was mich blind machen würde. Was es nichts mehr nützt. Aber er hat auch noch einen Spruch, um alle in Stein zu verwandeln. Ich bin so oft gestorben deswegen und da hat es krank geschissen. Deswegen hat mir einfach den Blindwall und Steinwall mir gegeben. Da sind sie einfach vergiftet, nehmen Schaden. Das ist unangenehm, aber es ist nicht der Weltuntergang. Komm, jetzt kann man ein bisschen beschleunigen. Der Kampf ist nicht gerade der interessanteste. Und das Teil habe ich sogar. Aber ich muss ja eine bestimmte Anzahl besiegen. So. Ich kann auch mal zeigen, wenn ich sie ganz rausnehme, passiert das. Das war gerade komplett die Limit rausnehmen. Das war ein bisschen noch schneller, aber. Ja. Jetzt Yuna, du solltest da. Ne, kannst du nicht, okay. Wollte gerade sagen, du solltest ja fast nichts kosten. Deswegen hast du trotzdem was gekostet. Das kann man umwerfen, oder? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas anderes verbaut oder nicht. Ach, hätte ein paar Gegner, die ein bisschen interessanter sind. Ich frage mich gerade, ob Vakrim noch besser trifft. Das heißt, sein Grundtreffen war einfach schon einiges höher, weil Tidus hat ja selber. Eigentlich sogar mehr treffen sollte Tidus haben, weil er seinen eigenen Pfad komplett gegangen ist. Sicherheitsband. Band ist doch Wacker. Nee, das ist. Da ist das Sicherheitsband. Blinder Todeswall. Okay. Das ist ähnlich wie das andere Teil, was ich hab. Ach, schon wieder die zwei. Ach, ein bisschen beschleunigt, kennen wir ja schon. Einfach wenn die Gegner jetzt schon kräten, dann werde ich das ein bisschen beschleunigen. Ach, da hinten durch, ja, da kann ich sogar wirklich durch. Ich warte noch auf einen gewissen Moment. Kennt ihr den überhaupt schon groß? Ich glaube nicht groß, aber. Mal gucken, kann man irgendwie einen Panzerbrecher machen? Nee, okay. Dann töte ich dich halt einfach so. Dann hab ich auch schon komplett, okay. Sieht Zeit aus, ja, ich sollte knapp so. Sollte eigentlich so ziemlich genau aufgehen. Ich hätte eine Strichliste machen müssen, wie viele Monster ich schon gefangen habe. Sollte dann bald. Müsste ich bald dort ankommen, wo das keins zurückgibt. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn man es da mal kennt, den kennen wir ja schon. Das kann ich sagen, es ist sehr offensichtlich, wo das Spiel kurz vor dem Ende ist, also wenn man es einigermaßen kennt. Man kann da eigentlich gar nicht aus Versehen zu weit laufen. Da kriegen wir auch noch. Jetzt habe ich den sogar schon komplett gefangen, okay. Die kenne ich aber noch nicht. Du hast verdammt viel Leben. Ist das was? Ist das was, okay.
Ist das dein Counter? Ich glaube, der hat einen ziemlich nervigen Angriff, aber den macht er nicht so oft. Glaube ich. Und ich habe ihn nicht als extrem nervigen Gegner im Kopf, sondern nur so als normalen Nachbar. Schon wieder das. Das dauert einfach nur so lange. Da geht's irgendwo hin. Da geht's runter. Wo bin ich jetzt? Ich kenne mich in diesem Gebiet hier so ziemlich gar nicht aus. Ich kann da hochspringen, aber ist hier unten nicht da, wo die Kiste war. Den kennen wir noch. Boah, kann ich doch nicht, der Erdbeben. Oh. Wie so ein Pokémon. Naja, sieht eigentlich so ähnlich aus. War hier unten nicht die Kiste? Doch, hier war die Kiste. Königinnenwache. Das klingt nach irgendeinem Angriffsteil. Ja, Notextase. Okay. Da kommen wir wieder hoch. Logischerweise würden sie das Ganze zum Schluss hier noch einsetzen. Ich meine, macht doch Sinn. Wann denn sonst, wenn ich ganz zum Schluss? Okay, ich kenne nicht, du bist sowieso schnell tot. Ekstase-Technik neu erlernt. Ich glaube, ich habe auch sehr viele neu erlernt. Ich glaube, ich habe jetzt genügend Gegner besiegt, also kann ich wieder Wakra das Null-Monster geben. So. Ja, eben genau. Und zwar erkennt man es sehr gut, weil wenn man das hier durchläuft, fällt das von oben runter. Ja, und jetzt da reinzugehen ist das Ende. Aber das machen wir eben noch nicht. Gut zu wissen, da kann ich sie mal speichern. So, und dann sollten wir hier noch ein paar Secrets vielleicht noch kurz entdecken. Ach ja, hier war das ja mit dem die Verarschung. Ach, da bin ich wieder hier, okay. Das ist das Einzige, was es eigentlich noch gibt, ist die Monster da oder da links. Hier gibt es noch was, das sehe ich. Aber ich sehe nicht, wo mit was es in Verbindung steht. Da! Wir haben bisher also genügend Monster besiegt für diese Türe hier. Finale liegt hier, okay. Was gab es hier hinten ja auch noch? Da ist das Teil wieder oben, aber da waren wir ja schon. Höchstens hier rechts noch irgendwo. Wo war das nochmal? Da links sieht es aber auch noch so aus, als ob es was gibt. Hier, 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 hier. Habe ich jetzt genügend. Okay. Ah, mal noch mehr. Noch 7 Monster. Eklig. Ich habe das Gefühl, ich muss dahin. Also ich will dahin. Das ist mein Problem. Dann machen wir doch wieder Käfig. Und dafür, es könnte jetzt ein bisschen Probleme geben, den Sound und alles. Aber ich mache gerade den schnellsten Durchlauf, den es gibt.
letzten Log ist 7 Mons, das heißt, jetzt müssen es noch 4 sein. Stimmt das? Ja, okay. Und so habe ich die Monster alle gefangen. Das ist jetzt noch 3. Eins und null. Ist das nochmal eine Wand oder waren das jetzt einfach alle? Noch eine Wand. Wie viel muss ich jetzt? 15 Monster. Okay, dann machen wir noch 15 Monster mehr. Den Typen, den haben wir glaube ich noch nicht gesehen. Obwohl er eigentlich sehr ähnlich ist wie die anderen. So kurz davor den Totalabwehr. Das ist mir da zu viel. Und den zu fangen ist sehr praktisch. Aber jetzt haben wir gesehen. Viel Macht konnte nicht. Den muss ich nicht groß zeigen. Was ich aber da machen muss ist. Haskar. Ich will nicht, dass du mich mit Mundgeruch angreift. Normalerweise greift er in einem immer im Hinterhalt an, da bin ich jetzt gerade überrascht. Ich glaube, wenn man ihn nicht angreift mit dem Panzerbrecher, dann macht er immer den Counter. Der hat auch so viel Leben. Es sind noch 13, 12, okay. Dann mache ich halt weiter. Ach, willst du mich auf den Arm nehmen? Und den nicht zu fangen ist dumm. Den muss man fast immer fangen, wenn man ihn besiegt, sonst ist man selber schnell am Arsch. Wenn er jetzt nochmals das macht, dann bin ich mir sicher. Ja, er macht es immer, wenn man es nicht. Ohne Panzerbrecher. Jetzt muss ich kurz ein bisschen verlangsamen. Sonst verklicke ich dann nur. So, jetzt ist es schnell. Und speichern. Immer noch im Kampf speichern. Okay, euer kann man gleich besiegen. Ihr seid sogar 2, das ist angenehm. Sprunghieb, der macht glaube ich viel Schaden. Wie viel sind es jetzt noch? 8. Ach, wolltest du mich auf den Arm nehmen? Ich weiß, was ich mache. Nee, ich will... Gemetzel, bitte. Ah, verdammt. Egal. Weh, der hat... Ich hab doch den Panzerbrech auf den geworfen. Warum hat er den nicht mehr gehabt? Das hat irgendwie nicht genützt. Okay. Egal. Weg. Es sind 7, oder? Ja. Ich glaube, es wird ja auch reichen ohne Hastgar, aber ich mache nochmal sicher. Ne, ich glaube, in einer Runde nicht. Die eine Runde ist die, die ich uns töten könnte. So geht das nicht. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Ja, ein Account, das einfach sobald man negativen Effekt auf ihn drauf tut, man countert er, wie es aussieht. Komm schon, ich will da nur noch kurz durchgehen. Einfach Informationen, wenn ich da durch bin, dann werde ich einfach noch kurz zum Save Point wieder zurückgehen und dann speichern. Hinter.
So. Das sollte ich auch testen mal. Ja, eben dachte ich mir. Wenn er jetzt Mundgeruch macht, dann bin ich einfach am Arsch. Das war knapp. Jetzt wisst ihr, warum ich das mache. Ich kann schon wieder durchheilen. Verdammt. So, wie viel muss ich noch? 3. Die kann man einfach ignorieren. Jetzt sind noch 2. Nice. Nach euch sind's 0. Ein bisschen schneller kann ich noch. So. Sind's noch mehr oder waren das jetzt endlich alle? Ah, es waren endlich alle. So, was kriegen wir dafür, dass wir so viele Sachen gemacht haben? Ein Level 4 Zero Pass. Naja. Fuck, ich würde gerne mit dir wieder den Nullmonster. Und dann würde ich gerne noch zu einem bestimmten Ort wieder hingehen. Ach, wo war das nochmal? So, mal hier unten könnt ihr noch mal gucken. Ach so, deswegen gab es doch den Teil. Gut zu wissen, dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alles. Also hier rechts geht es noch irgendwo durch. Nö, sieht nicht danach aus. So ist eben noch so eine Tür-Symbol. Egal. So. Da wieder nochmal das Speed. Dann sage ich mal, dass ich jetzt... Hier ist jetzt kurz vor Ende, das heißt, ich werde jetzt zuerst mal das Spiel so weit komplettieren, wie ich es will. Ich werde auf unten noch durchlaufen, mir die ganzen Sachen holen, so, aber das alles offline. Und ich werde Blitzball spielen, das werde ich aber dann eben hochladen, so als Nebenprojekt mehr oder weniger. Aber wir müssen das einmal die komplette Liga und noch zweimal das Lokalspiel machen oder so, was ich dachte. Also sehr viel. Und ja. Einfach mal noch die letzten Monster hier fangen, obwohl wir hier wahrscheinlich schon fast alle jetzt haben. Und dann vorbereiten auf ein bisschen Leveln für die Monster dann auch noch zu besiegen. Und die richtigen Items dafür einsammeln. Aber dazu später mehr. Das sage ich ja bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.